Weiter geht es. Viel Vergnügen hier mit Millennia. Wir wollen mit Sparta Chaos für Chaos sorgen und ich bin optimistisch, dass wir das auch schaffen. Chaos ist mein zweiter Vorname. Hier vorne wollen wir die Siedler angreifen, weil die uns ein bisschen im Weg sind. Und setzen dafür... Wir nehmen die Einheiten, die wir ohnehin verbessern wollen. Hier die. Die sammeln dann alle XP hier. Der ist schon wieder abgehauen. Hat einen Mini-Rest an Lebenspunkten noch. Das ist ja nicht zu fassen. Mit so einer starken Armee greifen wir an. Unglaublich hier. Achso, wenn wir hier gleich einen Gesandten hinschicken, wird das ja auch ein Vasall. Dann brauchen wir wirklich ein paar Truppen mehr. Dann könnten wir auch da einen Spartiaten gleich mitschicken. Der sollte aber halbwegs gesund sein. Die fassen wir hier gleich zusammen. Hier haben wir einen Speerträger hin. Die anderen kommen von oben gleich wieder zurück. Die Truppen sich halbwegs gleichmäßig aufteilen. Nehmt ihr auch noch mit drauf. Leute, quält doch den Abend wieder, sind die nicht. Unfassbar. Hier sind Barbaren, den weichen wir aus. Oh, das ist doof, schaut mal hier. Hier ist Wasser. Hier ist anscheinend ein Kontinentende und das macht alle Stadtstaaten relativ uninteressant. Das ist ein Bogenschütze, der ist ziemlich fies für uns. Der kann uns allerdings nicht angreifen. Da reichen die Bewegungspunkte nicht. Wir setzen mal eine Runde mit ihm aus. Und mit dem wollte ich hier links... Wir meiden die... Ich wollte sagen, wir meiden die Inder. Schon wär's. Nein! Schaut euch mal die Inder an. Linköping heißt diese Region der Inder. Das ist ein Stadtstaat. Die müssen massiv mit Stadtstaaten arbeiten und das müsste die Hauptstadt gewesen sein, denke ich mal, der Inder. Das heißt, die Perser und die Inder sind direkt nebeneinander gespawnt. Das ist ja verrückt. Die dürfen uns nur angreifen, die Inder, auf neutralem Territorium. Das heißt, wir bleiben mal innerhalb der Grenzen der Perser hier erstmal. Wir gehen nochmal oben gucken. Hier läuft als nächstes der Speer. Der Bogenschütze, wir haben genug Einheiten hier oben. Den Bogenschützer nehmen wir raus. Wir bauen stattdessen einen Kriegspunkt pro Runde, einen Diplomatiepunkt hier pro Runde. Der ist relevant und noch einer. Und das ist ein schnellerer Diplomatiepunkt. Damit könnten wir anfangen. Es gibt einen Warfare-Punkt und das gibt zwei Produktionen und einen Ingenieurspunkt. Die brauchen wir demnächst im Spiel. Das wäre auch spannend. Die beiden Produktionspunkte helfen uns schneller, alles zu produzieren. Dauert länger. Wir fangen mit dem an, ja. Und wie viele Bürger haben wir mittlerweile in Sparta? Wir haben 6. Bedürfnisse werden so halbwegs gedeckt. Wohnraum komplett. Nahrung geht so. Hier könnten wir... Wir haben 23 Improvement Points. Gibt es eine Ressource, die wir noch verbessern können? Im Augenblick keine, ne? Wir könnten auf einem der grünen Felder, da könnten wir eine Farm hinsetzen, die erzeugt wenigstens 4 Nahrung statt 2. Ein Weizen, das ist nicht super cool, aber wäre immerhin eine Möglichkeit. Würde das denn benutzt werden, hätten wir ein schnelleres Bevölkerungswachstum. Wir haben 2 Bürger in den Geländemodernisierungen, arbeiten alle 6 im Augenblick. Okay, das heißt im Augenblick wird das eh nicht genutzt, dann warten wir noch eine Runde ab. Wir haben schon eine Farm? Ja genau, wir haben... Hier eine normale Farm. Ach Leute, wenn wir noch eine Farm bauen, haben wir nochmal ein Weizen. Wenn die Leute dort arbeiten, hätten 2 Weizen und dann wird sich doch die Forschung lohnen, hier links, mit der Mühle. Schau. Da ist die Mühle. Wandelt 2 Weizen um in
Zwei Mehl. Das heißt, wir hätten dann, wenn wir das Gebäude irgendwo hinstellen, wird vier Nahrung entfernt, weil der Weizen vernichtet wird und es spawnt zwei Mehl mit acht Nahrung. Das heißt, mit im Gebäude vier Nahrung mehr, das allerdings gebaut und bewirtschaftet werden muss. Aber das wird uns, das könnte auch gesetzt werden auf gelben Geländefeldern, auf Scrubland, auf Gebüsch oder Strauchland oder wie immer man das nennen will. Und da wir wenig Grün haben, wäre das wäre hilfreich. Aber jetzt ziehen wir mal die Forschung hier oben durch erstmal. So, eine Runde weiter, Leute, ne? Denn das ist alles langweilig für uns. Und da müssen wir lange für sammeln und das Kulturmeter füllt sich weiterhin. Hallo Oktopus, nee, es ist noch nicht bekannt, wann das Spiel rauskommt. Und danke nochmal, wurde gerade unser Diplomat vernichtet. Der Diplomat ist vernichtet worden, weil ich den ungeschützt losgeschickt habe. Wisst ihr, warum ich den ungeschützt losgeschickt habe? Ich spiele das Spiel ja schon seit vielen Monaten, schon bevor das überhaupt angekündigt worden ist. Seit dem Sommer schon. Und ich sag's mal einfach, im Laufe der Entwicklung, anfangs hatten die auch Trefferpunkte. Und jetzt haben sie keine mehr. Und das hatte ich nicht im Kopf. Das ist im Laufe der Spieleentwicklung geändert worden. Und vorher wäre das nie ein Problem gewesen. Da hätte man die Gesandten solo losschicken können. Wir machen kein Reload. Stattdessen erobern wir Abydos. Wir nehmen das mit, das ist okay so. Dann greifen wir halt an. Erstmal rächen wir uns hier. Das ist die Wache. Jetzt wollen wir natürlich mehr Truppen, die runterziehen. Und die wir hier haben, müssen erst einmal heilen. Ja, jetzt ist der Siedler endlich futsch und die können demnächst nach oben ziehen. Der ist ausgeheilt, der muss ausheilen. Also wir brauchen eigentlich, sagen wir mal, hier sind drei, vier Milizen drin. Hier stehen drei Milizen drin. Ich würde gerne das nächste Kulturmeter, wenn das voll ist, nutzen, um eine Stadt zu setzen. Also vor Ort so ein Weiler. Und die kann man auch neben Vasallen setzen. Das heißt, wir könnten neben Theben einsetzen oder neben Leonidas. Ich glaube eher neben Leonidas, denn Leonidas wird dann unsere nächste normale Stadt sein. Die können wir jetzt schon integrieren. Schaut mal hier. Entschuldigung, wenn ich hier draufklicke. Nee, mit 25 Punkte brauchen wir. Das heißt, hier haben wir zwei. Hier zwei. Die Gesunden schicken wir nach unten. Kranken dürfen hier heilen. Der ist jetzt schon fast fit, der kann auch nach unten. Ja, gehen wir mal ein Risiko ein und schleichen uns an denen vorbei. Das ist ein einfacher Barbar und das war der Bogenschütze, der ist stärker. Die können zwei Felder ziehen in der Regel. Wir könnten hier oben hinziehen und dann da oben abhauen. Dann wären wir kurz verwundet, aber da ist ein Barbarencamp. Okay. Solange wir in grünem Territorium bleiben, kann uns keiner was tun. Wir müssen es aber verlassen, um Wissen über die Welt zu bekommen. Und das ist ein weiterer neutraler Stadtstaat. Maurice Garde. Haben wir das genannt? Ah ja, Maurice ist ja nicht mehr da. Jetzt nennen wir das mal Garnison Theben. Noch nicht umbenennen, geht er später. Ah, ihr könnt die Gebäude sehen, die es gibt.
Ein Beobachtungsturm, ein Nahrungsspeicher, ein Town Center, das einen Government-Punkt produziert und halt die Palisaden, aber da kriegen wir nur ganz kleine Erträge von. Angerechnet. Eine Runde weiter. Da wird der Speer leicht verwundet. Aber jetzt müssen wir mit dem gucken, dass er mit dem Speer. Müssen wir gucken, dass wir mit dem Speer ausheilen. Auf neutralem Gelände heilt er aus. Aber nur langsam, in den eigenen Grenzen schneller. Ich würde schon gerne. Wir gehen jetzt mal. Ach, wir gehen ins Risiko und schon wird es bestraft. Wir könnten Explorations-Punkte, wir generieren 0 pro Runde. Wir könnten die ausgeben, um den zu heilen, damit er überlebt. Gleich wird er abgemurkst. Oder wir sagen, die sind uns zu kostbar. Denn die Punkte braucht man auch, um Territorium dazu zu claimen. Das ist diese Fähigkeit, die wir eben freigeschaltet haben. Das heißt, man kann bei einer Stadt ein einzelnes Feld dazu kaufen. Der hat genau die Hälfte der Trefferpunkte, ne? Nee, der hat 2 mehr Trefferpunkte. Es kann sein, dass er den Kampf nur einmal überlebt hier. Matti, danke für 17. Abo. Ich mag den Wald. Danke für dein Abo, das du verschenkst an Jan, Hans. Liebe Grüße, danke dir. Kevin, danke fürs 22. Abo hier. Mit dem Speer, der ist ja relativ fit, lernen wir einen neuen Stadtstaaten kennen. Wache Marathon wird jetzt Garnison, bitte. Garnison Sparta. Und dann können wir mit ihnen nach oben ziehen. Haben kaum Verwundungen. Wunderbar. Der ist auch fit. Wir wollten hier rechts rüber und nachher angreifen. Hier heilen bitte. Führen die erstmal zusammen. Innerhalb des eigenen Territoriums und erst recht innerhalb der eigenen Städte klappt heilen halt besonders gut. Wieder eine Runde weiter. Mir könnten wir jetzt freischalten, dass wir mit 14 Gouverneurspunkten immer einen Improvement Point, einen Modernisierungspunkt geschenkt bekommen hier. Das würde nur dann Sinn machen, wenn wir uns absolut sicher sind, dass wir erst hier oben beim Government keine weder einen Siedler spawnen wollen, noch dass wir mit 25 Punkten Leonidas uns dazu holen wollen. Nur dann wäre das sinnvoll. Dass ich die Frage überhaupt aufwerfe, hängt mit dem Kulturmeter zusammen. Wie gesagt, sobald wir die zweite Stadt haben, gibt es darauf eine Strafe, ich glaube minus 3. Dann würden wir statt 5,3, ich glaube 2,3 pro Runde erzeugen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, müssen wir uns gleich nochmal anschauen. Und dann hätten wir große Probleme, überhaupt nochmal freizuschalten, dass man eine weitere Stadt hinzufügen kann hier irgendwo. So ein Weiler, so ein Vorort. Das wäre schon relevant. Andererseits kann man in den Gebäuden, die man, in den Städten, die man gebaut hat, die dann auch nutzen, um Government Points zu erzeugen halt, ne? Wir erzeugen im Augenblick 3 Government Punkte pro Runde. Das heißt, das würde uns zurückwerfen um 4,5 Runden etwa. Wir erzeugen im Augenblick 4 Government Punkte pro Runde. Wir machen es nicht. Hallo, liebe Grüße an Kaink, stellt die Frage, welche Unterschiede es gegenüber Civ gibt. Das ist eine gute Frage. Erstaunlicherweise bist du der Erste, der die Frage heute stellt. Wundert mich sehr, hätten die anderen auch mal fragen können. Oh, da kommt eine spontane Antwort von Wie das in dir, der zeigt dir einen Link auf ein Video, da kannst du dir das anschauen, schau mal. So. Genau, und ich glaube, wir machen 2 Armeen gleich für den Angriff. Und er hat knapp überlebt, der Speer.
Wir brauchen, müssen 3 Felder Abstand haben, damit uns keiner angreift. Unsere einzige Hoffnung ist, dass wenn wir hier drauf ziehen, kein Feind in 2er Reichweite ist. Und es hat ganz knapp klappt es hier. Hier wurden wir auch angegriffen und haben überlebt. Oh, Scheibenkleister. Nochmal Barbaren. Einmal in den Wald rein. Jetzt kommt die nächste Forschung. Das brauchen wir alles nicht. Wir sammeln zum. Da würde ich gerne drauf sammeln. Das finde ich sehr nützlich. Militärischer Drill. Alle Einheiten, die im Bewachen-Modus sind, also die auf dem Geländefeld stehen, wir klicken auf Haltet die Stellung, Halt aus oder Bewacht das, bekommen jede Runde durch diese passive Tätigkeit einen Erfahrungspunkt dazu. Das finde ich sehr, sehr, sehr hilfreich hier. Da würde ich gerne hin. Das könnte auch spannend sein, mehr Defensive beim Bewachen, wenn gleich die Rebellen kommen. Wenn nicht in den Angriff gehen, sondern wenn die uns angreifen, würden alle Einheiten, wenn die besser in der Defensive. Aber das ist stärker, das merkt man auch daran, dass es mehr Punkte kostet hier. Pipininja fragt, wie groß eine Mid-Game-Ziff ist. So, also das ist nicht Mid-Game, das ist Early-Game. Vielleicht so 4 Regionen etwa. Hier fehlt nur ein Text. Krisenzeitalter erklärt, habe ich euch schon erklärt und erkläre euch, wenn es beginnt, auch nochmal. Da das eine interne Version war, manchmal ploppt da so ein Log auf. Das kann man einfach wegklicken, das sind so... Ich habe halt so eine interne Version hier. So, und jetzt können wir abhauen? Ja, der ist fast tot. Der wurde von irgendjemand eingeholt. Da sollte den aber keiner erwischen. Den retten wir mit Ach und Krach. Hier unten haben wir noch einen Speer. Wie geht's dem? Die verfolgen den. Jetzt ist die Frage, guck mal hier oben, das Chaos Meter. Wir haben 100 Punkte erreicht, das heißt, ab jetzt gibt es jede Runde eine gewisse Wahrscheinlichkeit für ein Chaos Event. Haben wir das Chaos Event, wird das Chaos Meter von 100 Punkten wieder zurück auf 0 und der ründliche Zuwachs von plus 20, den wir im Augenblick haben, wird um 30% gesenkt. Das heißt, dann haben wir nur noch, was weiß ich, 14 oder so, 13 oder 14 Punkte pro Runde. Und beim nächsten Chaos Event wird es dann wiederum ein bisschen weniger. Das heißt, es zieht sich, bis das nächste Event kommt. Achtung, die blauen Punkte links, die guten Punkte, die Innovationspunkte, die werden damit nicht verrechnet. Die fressen sich nicht gegenseitig weg. Das sind zwei völlig voneinander separierte Event-Wahrscheinlichkeiten. Es könnte passieren, dass direkt hintereinander oder in derselben Runde ein Chaos- und ein Innovationselement-Event sich ereignet. Forschung ist fertig. Und jetzt können wir das Zeitalter des Blutes erkunden. Und wir hatten gerade freigeschaltet, dass man Gebäude und Einheiten mit Gold rushen kann, also die fehlende Produktion. Da haben wir eben drüber gesprochen. Da gibt es Improvement Points in der Köhlerei oder in der Brennerei. Das ist gut wegen des Weizens. Das ist die Sägemühle, die Holz weiterverarbeitet. Und das ist der Kran. Das sind viele spannende Geschichten. Das Gebäude bauen wir auf jeden Fall. Ich bin wirklich dafür, dass wir versuchen, jetzt das Zeitalter hier freizuschalten. Das Blutzeitalter für alle. Zur Erinnerung, die Fraktion, die als erstes irgendein Zeitalter freischaltet, sorgt dafür, dass alle anderen nur noch dieses Zeitalter erforschen können. Die anderen kommen dann noch nicht in dieses Zeitalter rein.
Die müssen das auch noch erforschen, aber die haben dann nur noch dieses Zeitalter als Erforschungsoption. Und da, ich habe ja eben erklärt, da will ich hin. Aber oben wird uns angezeigt, was die anderen erforschen. Und die erforschen, die sind in, ach, Japan ist in 5 Runden leider schon im Eisenzeitalter drin. In dem Standardzeitalter. Das ist schade. Da können wir jetzt auch nicht tricksen. Jetzt Rechtssicht, dass wir nur eine Stadt bislang hatten und so in die Expansion gegangen sind. Das schaffen wir auch nicht zu beschleunigen. Es gibt später im Spiel die Möglichkeit, Produktion in Forschungspunkte umzuwandeln pro Runde. Aber ich glaube, das gibt's noch nicht. Das gibt's noch nicht. Können wir nicht machen. Dann geht das nicht. Dann ist es für uns auch witzlos, da jetzt rein zu forschen. Dann werden weniger Forschungspunkte dafür nötig, wenn ich das richtig im Kopf habe, sobald ein anderes Zeitalter schon freigeschaltet ist. Da gehen wir stattdessen in hier rein, in den Glauben. Hier haben wir mittlerweile 7 Bürger. Damit sollten wir nochmal ein Improvement irgendwo hinsetzen. Und der nächste wäre in 6 da. Ja, und das könnten wir jetzt machen, dass wir freigeschaltet haben durch Forschung die Mühle. Dann bräuchten als Ausgangsstoff 2x Ware Weizen. Und das Endprodukt wäre 2x Ware Mehl. Und die Stadt hat kaum gute Nahrungsbonusressourcen. Das heißt, das wäre ein guter Weg. Wir haben 2 Optionen. Entweder gehen wir jetzt gnadenlosig oder 3 auf Improvement Points und bauen noch mehr Modernisierung. Wir haben +4 pro Runde. Wir können auch in Produktion gehen, damit wir Gebäude bauen können oder darauf, dass die Stadt noch schneller wachsen soll. Aber da wir nur 2 grüne Felder haben und ein echtes Nahrungsproblem, würde ich die beiden nutzen für die Weizenproduktion. Ein Weizen entsteht schon. Top. Da können wir den zweiten Weizen entstehen lassen. Mit dieser Farm hier. Jetzt ist der nächste Bürger in 5 Runden da. Und wenn der 5. Bürger da ist, dann bauen wir dem die Mühle hin. Also wir könnten jetzt auch schon jetzt eine Mühle bauen. Dann ging es schneller und da könnten wir einen Bürger von woanders abziehen. Wir könnten zum Beispiel sagen, hier, ein Improvement und eine Produktion weniger. Wir können das auch jetzt schon bauen. Also da spricht nichts gegen. Man kann später solche Städte auch spezialisieren, ab Level 2, die kann man hochleveln und dann stehen, ich glaube 4 verschiedene Spezialisierungen zur Verfügung und bestimmte Geländemodernisierungen, die dann drumherum stehen, rund um diese Stadt, geben dann passend zu dieser Spezialisierung extra Erträge. Landwirtschaft ist möglich, Holzwirtschaft und so. Ich glaube allerdings, dass wir hier keine Nahrungssachen hinstellen könnten, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, dann werden durch die Städte, wird auch Gold erzeugt, glaube ich. Und zwar pro, ab dem Level 2, glaube ich. Und ich glaube, pro Modernisierung, die daneben steht, ich glaube, egal welche, wenn ich das richtig im Kopf habe. Im Augenblick erzeugen wir 3 Geld pro Runde. Ich glaube, so ist das. Wir bauen direkt daneben mal die Mühle. Das wäre mein Vorschlag. Hier dazwischen, das sieht doch auch hübsch aus. Einmal kochen, einmal Mühle. Die wird im Augenblick noch nicht benutzt. Schaut mal, 5 Runden der nächste Bürger. Und jetzt gucken wir mal, ob wir tricksen können. Wir verzichten auf einen Improvement Point, nehmen einen Bürger hier raus. Der ist dann oben bei den Unbeschäftigten und setzen ihn dann in die Mühle rein. Schließen das und der nächste Bürger ist in 4 Runden da. Das ist kein nennenswerter Unterschied. Dann mache ich das lieber hier erstmal weiter. Mit der Mühle hier, weil die Improvement Points sind mir wichtiger. Aber dann setzen wir den demnächst da ein. Jetzt die zweite Stadt holen? Nee, wir brauchen glaube ich 25 Punkte dafür. Nicht 24. Was ist denn jetzt los? Und ich würde die nächste Kulturgeschichte, die würde ich gerne noch abgreifen in 3 Runden. Dann können wir noch eine Stadt irgendwo bauen. Der hat abgehauen. Sollen wir schon mal sollen wir versuchen, die zu erobern?
Also wenn das hier wirklich die Küste ist, dann kann es sein, dass auch Abydos gar nicht so spannend ist, weil der Abydos zugebaut ist mit anderen Stadtstaaten. Ich vermute mal, ich weiß es nicht, ich vermute mal, dass hier eine Küstenlinie Süd-Nord-Ost läuft, Süden-Norden verläuft. Deshalb könnte es tatsächlich klüger sein, Brusa einzunehmen. Denn Brusa hat wenigstens Platz zu expandieren, hat Nahrung über Grasland, hat Produktion über die Hügelfelder. Das finde ich eigentlich spannender. Und Sparta kann nach Osten in die Wälder rein, kann nach Nordwesten rein. Leonidas geht nach Norden in die Hügel rein und nach unten hin. Wir holen uns Brusa. Dann halten wir unsere Truppen auch hier oben kompakter. Wir ignorieren Abydos. Wir ziehen nach oben. Brusa ist cooler. Die ziehen gleich nach oben. Brauchen sicher noch eine zweite Armee. Hier sind die Milizen noch tot, deshalb sollten wir die heilen erst über Zeit. Die sind ja beim letzten Mal verunglückt. Da kamen Touristen vorbei aus Griechenland. Die waren ein bisschen rowdyhaft drauf, haben ein paar Tische umgeworfen und ein paar Wirte erstochen. Also ich weiß, also. Deshalb sind ein paar, die Milizen entstehen jetzt über Zeit nach. Wir müssen, bräuchten doch eine etwas größere Armee hier. Eine Offensive, zwei Defensive, das könnte schon reichen. Wir parken mal den hier vorne drin. Mit dem Rest ziehen wir nach oben weiter. Und wieder eine Runde weiter, Leute.